다음 한번 얘기해 송롤이야 도마 다시 집에 잠시만 Als erstes möchte ich euch meine besten und glücksverheißendsten Grüße übermitteln. Heute ist der vierte Tag der Winterbelehrungen. Und ja, der vierte Belehrungstag. Gestern habe ich eine Sache nicht klar ausgedrückt. Da gibt also die Dharmas oder Werke von Maitreya. Da gibt es also die Werke von Maitreya, wie sie im chinesischen kanonischen Schriften aufgeführt sind. Und die ist ein bisschen anders als in den tibetischen kanonischen Schriften. Und die identifiziert werden als das Gleiche im Tibetischen und Chinesischen, da gibt es natürlich viele Überschneidungen oder gleiche Kategorisierung. Und es ist zum Beispiel ja Yogacara Bhumi, hatte Kamapa gestern gesagt, dass es in beiden vorhanden ist, aber das ist eigentlich nicht richtig. Wir hatten es aber anders übersetzt, weil in der tibetischen Tradition ist Yogacara Bhumi eben von Asanga und in der chinesischen wird eben gesagt, dass es nicht von Asanga, sondern von Maitreya ist. So, da gibt es einen Unterschied zwischen. Da gibt es dann einen Unterschied eben zwischen der tibetischen und der kanonischen Schriften. Aber wenn wir zum Beispiel Mahayana Sutra Alankara oder Dhammadhammatavibhanga anschauen, das sind beides Werke, die sowohl in der tibetischen als auch chinesischen Tradition im Maitreya zugeschrieben werden. Und als nächstes und was ich als nächstes erwähnen möchte, um unsere Erklärung von gestern fortzuführen. Wie ich gestern sagte, ob nun Maitreya eine historische Person war oder nicht, ist Maitreya, das die Hauptfrage war, ist Maitreya eine Person oder eine Gottheit? Normalerweise denken wir, dass Maitreya eine Gottheit, ein Gott ist, aber nicht unbedingt eine Person oder ein Mensch. Aber die Texte, die er verfasste, sind dennoch vorhanden hier in der menschlichen Welt. Also deswegen können wir schlussfolgern, dass entweder Asanga mitschrieb, als Maitreya lehrte. Und so sind die dann in die menschliche Welt gekommen. Ansonsten. Wenn es Werke von einem Gott sind, die dann zu den Menschen gekommen sind, dann ist das nicht so angenehm, das sozusagen, wie auch immer, es gibt eben die Debatte, ob Maitreya eine historische Person war oder nicht. Und da ist ein Bereich, wo wir Fragen haben oder Zweifel haben. Manchmal, wenn wir über Dinge nachdenken,
dann könnte sein, dass manchmal vielleicht die modernen Wissenschaftler oder Forscher oder Gelehrte zu kühn sind. Und dass sie dann zu sehr runterschauen und ja, das so verachten, was wir traditionellerweise gemacht haben. Aber das ist nicht notwendigerweise der Fall. Da gibt es viele, viele Gelehrte, die im Buddhismus untersuchen und erforschen und auch wirklich Interesse haben am Buddhismus. Und haben auch wirklich ja, viel liebende Zuneigung sozusagen zu der tibetischen Sicht, tibetischen Kultur und so weiter. Deswegen würden sie das nicht einfach so verachtend herunterwürdigen, sondern auch diese Gelehrten haben oft dann auch wirklich viel Wertschätzung und Interesse an die in den buddhistischen Lehren. Insbesondere auch in der japanischen Tradition gibt es viele, viele Forscher, die wirklich Buddhisten sind und Teil der Sangha sind. Und deren buddhistische Forschung ist um Buddhismus auch am Leben zu halten und weiter zu verbreiten und zu schützen, dass Buddhismus irgendwie schwächer wird oder abnimmt. Das ist, die haben wirklich ein großes Ziel, einen großen Wunsch, große Vision. Es ist nicht so, dass sie immer nur ganz kühne, gewagte Thesen aufstellen. Und ebenso, heutzutage ist es so, dass die internationale Art und Weise, wie die Dinge gemacht werden, ist eben so, dass wir heutzutage eben die Wissenschaft mit einbeziehen, die moderne Wissenschaft, wo wir Dinge dann untersuchen, wo wir nach Beweisen, Begründungen suchen. Und es gab natürlich auch in der buddhistischen Geschichte, ist es einfach so, dass früher haben wir einfach gesagt, ja, das ist einfach so, weil der Gelehrte das sagt, aber das ist halt aus heutiger Sicht nicht mehr so befriedigend, wenn man das einfach so autoritär definiert. Sondern die suchen nach wirklich tatsächlichen Fakten, Beweisen. Und wenn wir das aus dieser Perspektive gucken, anschauen, dann ist das auch etwas, wovon dann die buddhistische Lehre Nutzen hat, wenn wir so mit wissenschaftlicher Brille sozusagen auf die Dinge gucken. Und wenn wir das uns dagegen wehren würden, wäre das nicht richtig. Und wenn wir es aus anderer Perspektive anschauen, zum Beispiel wenn wir über tibetischen Buddhismus, tibetische Gesellschaft und so weiter sprechen, gibt es viele, die ihre Zeit verschwenden, weil sie sinnlose Dinge machen, weil sie sich selbst zum Narren halten eigentlich quasi damit. Wenn wir unser menschliches Leben anschauen, ist das ja nur ein paar Jahrzehnte lang. Und die meiste Zeit verbringen wir mit sinnlosen, bedeutungslosen Handlungen. Und tatsächlich, gibt es so viele Dinge, die wir tun könnten und tun sollten, aber die Dinge machen wir nicht, sondern wir verschwenden unsere Zeit mit bedeutungslosen Dingen. Und dann haben wir vielleicht Rivalität oder Eifersucht in Bezug zwischen verschiedenen Schulen oder verschiedenen Gesellschaften oder zwischen verschiedenen Individuen in einer Gesellschaft. Gibt es immer wieder Rivalität, Unterschiede in den Sichtweisen. Und diese Unterschiede halten wir für so wichtig und wir gucken nur darauf. Und dann verschwenden wir all unsere Zeit, weil wir einfach
nur darauf schauen, aber in Wirklichkeit haben wir keine Zeit zu verschwenden. Da gibt es so viel zu tun, es gibt so viel Arbeit zu tun. Und weil so viel zu tun ist, dann verbringen wir damit so viel Zeit, dass wir keine Zeit für was anderes haben. Und es dauert einfach so viel Zeit und ja, man verschwendet da so viel Zeit. Und da ist einfach wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht zu viel Zeit mit sowas verschwenden. Und es gibt natürlich die Debatte, ob Buddha Maitreya eine historische Person war oder nicht. Und es gab eben auch ja Asanga und Vasubandhu und die Yogacara-Lehren verbreitete. Und Asanga wurde in der Hauptstadt von Nordindien geboren, in Purushapura. Das ist die Hauptstadt von dem Land Gandhara in Nordindien. Dort wurde Asanga geboren. 310 bis 390 lebte Asanga und er hat zuerst das Grundlagenfahrzeug als Praxis benutzt und dann auch über Leerheit meditiert. Und das ist gemäß der Biografie von Vasubandhu, die übersetzt wurde durch den Meister Yi Jing. Und da heißt es, dass das eine Savastivada-Schule war. Aber gemäß Shuanzang war das die Mahasamgika-Schule. Wie auch immer, Asanga hatte eben diese Grundlagenschule gelernt und später ist er dann Maitreya gefolgt als sein Guru und hat dann die Mahayana-Meditation über Leerheit ausgeübt und hat dann Verwirklichung entwickelt sozusagen oder erreicht. Und natürlich, wenn wir so sagen, Maitreya als den Guru nehmen, impliziert irgendwie, er eine Person nimmt eine andere Person als Guru. Und das könnte irgendwie implizieren, dass Maitreya eine Person war. Und da kann eben das Thema wieder dann hochsteigen, ob Maitreya eine Person war oder nicht. Und wenn wir über die Texte nachdenken, die Asanga verfasst hat, das ist einmal Abhidhamma Samuchaya, dann die Belehrung, die Belehrung klären und dann das Mahayana Samgraha. Und gemäß den Gelehrten wird gesagt, dass das die Texte von Asanga sind. Das ist so allgemein akzeptiert. Und es gab auch einen japanischen Gelehrten. Und gemäß diesem sagt dieser, dass es zwei Texte von Asanga gibt. Einmal der erste Text heißt Ähnlichkeiten mit dem mittleren Weg, darüber werden wir nachher sprechen. Und zweitens ein Kommentar über das Diamant-Sutra. Und das sagte der japanische Gelehrte, der heißt Yokoyama Koitsu. Der hat das gesagt. Und wenn wir so diese Werke anschauen,
scheint es so zu sein, dass Asanga eben zuerst das Grundlagenfahrzeug praktizierte und dann das Mahayana. Und später dann in dem Text, Ähnlichkeit mit dem mittleren Weg, ist eigentlich ein Kommentar zu Mula Madhyamika Karika, aber er nannte das eben Ähnlichkeit mit dem mittleren Weg. Und ebenso verfasste er auch einen Kommentar zu dem Vajra oder zu dem Diamantsutra. Und das bedeutet also, dass eigentlich der Haupthintergrund für Asangas Sichtweise die Sichtweise von Madhyamika war, oder die Sichtweise der Leerheit. Und das ist auch ganz deutlich, dass der Text Yogacara Bhumi einen starken Einfluss hatte auf Asanga. Das bedeutet, und das ist, da stellt sich dann die Frage, ob Yogacara Bhumi von Asanga verfasst wurde oder nicht. Wenn wir annehmen, dass Asanga beeinflusst wurde durch den Text Yogacara Bhumi, dann impliziert das, dass er nicht der Autor war, denn es bedeutet, dass der Text vorher schon vor ihm existierte, dass er ihn dann studiert und dadurch dann beeinflusst wurde. Und wie auch immer, wenn wir davon ausgehen, dass Yogacara Bhumi vor Asanga gelehrt wurde, dann können wir sagen, dass die Belehrungen eben auf dem, seine Belehrung auf dem Abhidharma und die Belehrung, die Belehrung klären und erklären, dass er das auf dem, basierend auf dem Yogacara Bhumi verfasst hat. Wie auch immer, sein größter Beitrag von Asanga war, und da stimmen alle überein, der Text Mahayana Samgraha. Denn darin fasste er die verschiedenen Stufen und Dimensionen und Bereiche von Yogacara. Und hat da, wo vielleicht Verwirrung bestanden oder Vermischung bestanden, hat er das sehr klar und systematisch ausgedrückt. Da ist der Mahayana Samgraha ein sehr, sehr wichtiger Text. Und das hat dann Vasubandhu übernommen und hat dann dieser nur Geistschule dann eine neue oder fehlerfreie Philosophie daraus gemacht. So wird es normalerweise erklärt, aber innerhalb der Akademiker, wenn die diese Dinge erforschen, dann geben die ja zuerst so eine Erklärung oder Einführung in die Forschung und erklären auch, dass es vier verschiedene Übersetzungen des Mahayana Samgraha gibt im Chinesischen. Wir sind nicht so sicher, ob das hier das Tibetische auch mit einschließt. Und diese vier Übersetzungen, wenn man die vergleicht, dann ist es so, dass viele wichtige Punkte über die Yogacara nur Geistschule, die erscheinen in den zwei späteren Übersetzungen, aber nicht in den zwei vorherigen. Das heißt, das sind wirklich unterschiedliche Versionen. Das heißt, es gibt wirklich Punkte der Yogacara-Schule oder der Nogai-Schule, die nur in den späteren Texten, in den späteren Übersetzungen auftauchen und nicht in den zwei früheren Übersetzungen. Und der Hauptunterschiedspunkt hier ist insbesondere die Übersetzung von Meister Yi Jing.
Und auch die Kommentare, die er verfasst, diese Übersetzung ist besonders einzigartig im Vergleich zu den anderen. Die zeigt die meisten Unterschiede auf. Und obwohl es da, auch wenn es da Unterschiede gibt in der Übersetzung, wenn wir die gesamte Struktur des Mahayanismus gerade anschauen, ist das sehr deutlich, dass das ein sehr systematischer, organisierter Text ist. Das ist also sehr systematisch von Anfang an. Das können wir verstehen, wenn wir nur den Text anschauen. Und das ist so, wie eben diese Sichtweise sich entwickelte. Und die Sichtweise, die dann im Mahayanasamgha erklärt wird, ist eben basierend auf der eigenen Praxis der Yogacara-Praktizierenden. Und auf der Basis davon wurde dann eben eine sehr strukturierte Präsentation oder Darlegung der Yogacara nur Geistsichtweise möglich und wurde dann ebenso im Mahayanasamgha zusammengefasst. Und da streiten sich die Akademiker nicht. Die sind alle einer Meinung hier. Denn zu der Zeit, als Mahayanasamgraha verfasst wurde, war der Nurgeist, die Nurgeist-Sichtweise schon sehr weit entwickelt und hatte schon ein bestimmtes System entwickelt. Und es gibt keinen Zweifel innerhalb der Akademiker, dass das Mahayanasamgraha-Werk verfasst wurde, nachdem die Yogacara-Sichtweise sich entwickelt hatte. Und wenn man diskutiert darüber oder forscht, wer Mahayanasamgraha verfasst hat, da gibt es verschiedene Meinungen. Und da gibt es einen chinesischen Gelehrten, der sagt, und der heißt Masato Nagao, und auf jeden Fall dieser japanische Gelehrte sagt, dass Asanga wirklich das ganze Werk Mahayanasamgraha alleine verfasst hat. Und andere wiederum haben andere Ideen, dass es nicht von Asanga alleine praktiziert wurde, sondern in Teamarbeit sozusagen mit anderen Gelehrten oder Meistern zusammen. Ja? Ein anderer wichtiger Text ist das Werk Die Belehrung klären. Ne? Das wird auch Asanga zugeschrieben. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann ist dieser Text nicht auf Tibetisch vorhanden. Aber es gibt es im Chinesischen. Und was wir über diesen Text sagen können, Tenpa Selwe Tenche, übrigens auf Tibetisch, der Titel. Und was wir über diesen Text sagen können, nachdem Yogacara Bhumi verfasst wurde, wurde dieser Text dann inkludiert in diesen Text, Yogacara Bhumi. Und dann gibt es auch noch Abhidhamma Samuchaya und das basiert auf dem Yogacara Bhumi. Und innerhalb des Yogacara Bhumi gibt es viele Listen von Dharma. Das ist wie so ein Lexikon oder ein Wörterbuch, eine Zusammenstellung von Terminologien. Das ist ja quasi wie so ein Lexikon. Ja? Abhidhamma Samuchaya und Mahayanasamgraha. Hat er dann eben Ziel, die Bedeutung und die Kernpunkte in einem Punkt zusammenzufassen. Und auch innerhalb des
Mahayana Samvara, der ist wirklich die vollständige Zusammenstellung aller Ebenen und Punkte der Nur-Geist-Philosophie. Und das ist darin alles enthalten. Und all diese verschiedenen Werke, wer hat all diese Werke verfasst? Wurde das alles verfasst von einer einzelnen Person, in Klammern Asanga, Fragezeichen? Das ist schwer zu beantworten. Aber die Art und Weise, wenn wir die Werke anschauen, wie die Art und Weise, wie die so zusammen, wenn wir die so in der Gesamtschau anschauen, dann können wir definitiv sagen, dass die Werke eine Verbindung miteinander haben und dass sie in Verbindung mit Asanga stehen. Aber dann zu schlussfolgern, dass Asanga der einzige Autor war, ist schwer zu sagen. Und daher, wenn die Wissenschaftler untersuchen, wer der historische Acharya Asanga ist, dann gibt es da verschiedene Sichtweisen, die verschiedene Praktizierende entwickelt hatten. Das so erstmal als Hintergrund. Ja, die haben verschiedene Ideen, Vorstellungen, Erfahrungen und verschiedene Verwirklichungen. Aber das haben sie dann alles zusammengestellt, das könnte man so sagen, mit einem Ziel, so ein System zu erstellen. Und Asanga könnte man beziehen auf diese Gruppe von Praktizierenden, die dann so das Material zusammengetragen haben. Und der Grund, warum wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass es eine einzelne Person war, ist, dass das ja alles im alten Indien stattgefunden hat. Und es war damals schon so, wenn viele zusammenarbeiten, um einen Text oder ein Werk zu erstellen, dann haben sie vielleicht die Hauptperson des Teams sozusagen genannt. Oder die bekannteste Person des Teams haben die dann vielleicht ausgewählt als den offiziellen Autor, obwohl es ein ganzes Team war, das daran gearbeitet hat. Und vielleicht war das auch so in Asangas Falle. Und das hat sich dann eben so tradiert über die Jahrhunderte. Und dann wird natürlich auch viel editiert. Da kennen wir vielleicht aus dem Tibetischen. Da gibt es immer wieder Lektoren quasi, die dann Texte editieren, lektorieren, weil sie ein neues oder ein bisschen anderes Verständnis haben. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dann auch tatsächlich was dazugefügt wurde oder verändert wurde oder rausgenommen wurde. Und in diesem Bezug können wir sagen, dass von Anfang an gab es den Text von Mahayana Samkara, der verfasst wurde. Und aber dann ist es ganz klar, dass es dann verschiedene Versionen dann gibt. Aber auch das wiederum beweist nicht, dass es nicht von Asanga verfasst wurde, denn es gibt ja einfach verschiedene historisch durchgeführte Lektorate und Editionen. Und ja, es könnte trotzdem gut sein, dass einfach welche behaupten, das wurde von Asanga verfasst und haben seinen Namen benutzt. Aber wir denken dann direkt, das war dann Asanga, der alleine sich irgendwo zurückzog, hat dann Stift rausgezückt in seinem Zimmerchen und hat dann alles selbst verfasst. Und dann hat er uns das direkt in die Hände gegeben. Vielleicht sollten wir so nicht denken. Und der Grund dafür ist, das ist Mahayana Samkara, was wir jetzt in den Händen halten.
ist nicht etwas, was Asanga geschrieben hat und uns dann direkt in die Hand gedrückt hat, sondern es ist wirklich über viele, viele Hände, über hunderte von Jahren gegangen und wurde dann immer wieder verändert, editiert und so weiter. Da gibt es so viele Veränderungen im Text. Da gibt es so eine Vielzahl von Veränderungen. Und keiner kann dann eigentlich wirklich sagen, das ist 100% von Asanga verfasst. Das kann wahrscheinlich keiner beweisen, aber auch keiner widerlegen. Aber es ist wahrscheinlich einfach, dass da so viel Lektorat und Editieren stattgefunden hat. Deswegen ist es nicht 100% bei Asanga, aber wir können auch nicht sagen, dass es nicht von Asanga ist, weil ja so die Grundidee, Grundstruktur womöglich von Asanga ist. Und worüber wir dann hier nachdenken müssen, ist, wenn wir hier über Yogacara nur Geist sprechen oder über die vielen Praktizierenden, dann ist es ja so, dass die Asanga als wirklich große Figur verstanden haben und auch einen großen Segen verspürt haben, wenn sie an ihn dachten oder wenn sie in ihrer Nähe waren, in seiner Nähe waren. Und daher kann es gut sein, was Mahayana Samgraha angeht, dass es von einer Person geschrieben ist, was sich dann verbreitet hat. Und es gibt aber auch andere, die dann eben sich mehr darauf konzentrieren, dass dieser Text wahrscheinlich viel editiert wurde über hunderte von Jahren. Und dann könnte man sagen, dass die Leute der älteren Generation, dass wir also wirklich eine Dankbarkeit entwickeln, all denen gegenüber, die an diesem Text mitgearbeitet haben, dass wir jetzt Mahayana Samgraha in unseren Händen halten können. Also alle, die daran beteiligt sind, denen könnten wir eine Dankbarkeit gegenüber empfinden. Okay, das war dazu. Und dann der nächste, über den wir sprechen wollen, ist Vasubandhu. Also der Bruder von Asanga. Und Vasubandhu war auch ähnlich so, dass er zuerst das grundlegende Fahrzeug von Saravastivada eintrat dort und er war sehr, sehr, sehr intelligent und war sehr berühmt und wertgeschätzt als Gelehrter, dass er wirklich in ganz Indien bekannt war. Später, wenn wir das traditionsgemäß anschauen, war es später sein älterer Bruder Asanga, zu Mahayana sich wandte und das hatte dann Vasubandhu inspiriert, auch dem Mahayana zu folgen und hat dann später eben diese nur Geistsichtweise entwickelt und hat dort eben wirklich viele Spuren hinterlassen in der nur Geistsichtweise. Vasubandhu. Und es gibt viele, viele wichtige oder interessante Punkte auch in der Vasubandhu-Forschung. Es war ja zum Beispiel so, hatte ich schon mal angedeutet, dass Ende des 19. Jahrhunderts, als die Akademiker Buddhismus mehr und mehr studierten und darüber diskutierten, dann haben die natürlich auch Vasubandhus Geburtsdatum, Todesdatum, oder Todeszeitpunkt und so weiter untersucht und natürlich auch, wann Yogacara wirklich so sich entwickelte. Das war eigentlich der Hauptpunkt, dass sie wissen wollten, wann Yogacara sich entwickelte. Und dafür brauchten sie sozusagen gute Geburtsdatum oder Geburtsjahr und Todesjahr von Vasubandhu. Und es gibt verschiedene Sichtweisen. Manche sagen, dass er im 4. und manche sagen, dass er im 5. Jahrhundert geboren ist. Da gibt es diese beiden Sichtweisen oder Positionen in Bezug auf Vasubandhu.
Und da gibt es zwei verschiedene Arten von Daten sozusagen. Und es war dann so, dass 1951, da gab es einen Gelehrten, Frau Wallner, also das ist ein Name, Frau Wallner. Und dieser Gelehrte, Herr Frau Wallner, sagte, also damals gab es ja die zwei Positionen, war er im 4. oder 5. Jahrhundert geboren und dieser Professor Frau Wallner hatte dann die Idee, basierend darauf, dass es vielleicht zwei Wasserbandos gab. Ein Wasserbando im 4. und ein Wasserbando im 5. Jahrhundert. Und so haben wir diese zwei Positionen. Die können wir dann so zusammenfassen. Ich glaube, einfach einen früheren und einen späteren. Und wir sprechen natürlich nicht darüber, wie viele Menschen es gab, die Wasserbando hießen, sondern wir sprechen hier über wirklich wichtige, berühmte Meister. Und da sagte Professor Vorwaldner, dass es einmal diesen früheren Wasubando gab, aus dem 4. Jahrhundert, der Bruder von Asanga. Und der dank des Einflusses von Asanga, der dann von der Savasivadin-Tradition sich entwickelte und dann schließlich in den Mahayana eintritt. Das ist also der aus dem 4. Jahrhundert, der dann Mahayana-Praktizierender wurde und über Yogacara schrieb. Und dann gibt es vielleicht noch den anderen Vasubandhu aus dem 5. Jahrhundert, der Abhidhamma Kosha verfasste, der auch ursprünglich ein Sarvastivadin war und dann aber schließlich in die Sautrantika-Schule eintrat. Das ist, wie dieser Professor Vorwellner das erklärt. Und innerhalb der Akademiker gab es da viel Interesse an Frau Wallners Hypothese über die zwei Vasubandhus. Und ja, diese These verbreitete sich sehr und ja, und Leute fanden es sehr interessant. Und die Hauptquelle für seine Hypothese waren verschiedene Texte. Und innerhalb dieser verschiedenen Texte, auf denen er seine Hypothese stützte, da gab es den ersten Text hier. Das ist eine Biografie von Vasubandhu, die von dem Yi Jing übersetzt wurde. Das andere waren Shunzangs Reisetagebücher aus Indien und das dritte war Bhutans Dharma-Geschichte und Taranathas Geschichte. Das waren so die verschiedenen vier Untermauerungen oder Quellen, auf denen er das stützte. Das waren ja alles traditionelle Beschreibungen. Und das war Yi Jing hat sich das auch nicht ausgedacht, sondern hat das auch von vorherigen Meistern so gelernt. Und Xuanzangs Reisetagebücher waren ja auch nicht willkürlich, sondern ist das, was er auch von anderen Meistern gelernt hatte. Und auch Bhutans und Taranathas Dharma-Geschichte waren ja auch nicht einfach willkürlich, sondern basierten auch auf der Tradition, wie es die vorherigen Meister tradiert hatten. Und es gab wenig historische Geschichten. Und das ist halt natürlich das Problem. Deswegen wurden da eben diese verschiedenen Quellen zusammengebracht. Und der zweite Punkt
Die zweite Quelle für seine These waren verschiedene Texte, die im chinesischen kanonischen Schriften vorhanden waren, die Vasubandhu zugeschrieben wurden. Und die dritte Quelle für ihn waren das, was Vasumitra in seinen Kommentaren über den Amitabha Kosha schrieb und auch das, was in späteren Kommentaren zu finden ist über Abhidharma Kosha. Das war sozusagen dann, diese drei Hauptpunkte waren dann die Grundlage für Frau Wallners Hypothese. Und Professor Frau Wallner hat also dann die Hypothese aufgestellt, dass es zwei Vasubandhus gab und hat sich hauptsächlich dabei auf traditionelle Dinge gestützt. Und innerhalb dessen gibt es viele wahre Geschichten, aber wahrscheinlich auch viele ausgedachte Geschichten. Deswegen, wenn wir traditionelle Geschichte kennenlernen, dann, um dann eine akkurate historische, chronologische Sache zu verfassen, ist das natürlich sehr schwierig, weil es manchmal nicht unbedingt so stimmig ist. Und daher gibt es womöglich wie auch immer, es gibt dann verschiedene, die dieser Hypothese gefolgt sind, dass es zwei Vasubandhus gibt. Und da gibt es zum Beispiel den japanischen Akademiker Hirakawa Akira, und der sagte, dass es in Indien viele Texte gibt, die von einer berühmten Person verfasst wurden. Das ist die Tradition. Selbst wenn sie nicht wirklich von der Person verfasst wurden, gibt es da so die Tradition, das alles dann so einzusortieren. Und es kann auch gut sein, dass es vielleicht auch daher kommt, dass es zwei große Meister gab, nämlich Vasubandhu und Vasumitra, und die beide fangen ja mit Vasu an, was so Gott bedeutet. Und vielleicht haben die Leute haben einfach den Namen Vasu so gesagt, und dann war das gar nicht klar, welcher von den beiden gemeint wurde. Und auch in den buddhistischen Geschichten ist es nicht so ganz, oder in der Historie ist es nicht so ganz klar, eine Person wirklich war. Und es ist auch verständlich, dass um Yogacara berühmt zu machen, dass dann ein berühmter Autor, wie zum Beispiel Vasubandhu, genutzt wird. Und dann Vasubandhu dann als Hauptautor genannt wird. Zum Beispiel, wenn wir das in Tibet anschauen, wenn wir Tibet als Beispiel nehmen, dann ist ja so, dass Guru Rinpoche da sehr bekannt ist. Es gibt keinen Ort, wo Guru Rinpoche quasi nicht war. Und so, obwohl immerhin wir gehen im Tibet, dann sagt man, ja, Guru Rinpoche hat dies oder jenes gesagt, hat hier und dort seinen Fußabdruck hinterlassen. Das ist natürlich alles möglich auf der Ebene der reinen Vision, die wir vielleicht von Guru Rinpoche haben. Aber wenn wir das wirklich historisch anschauen, dann wird es eigentlich normalerweise gesagt, dass Guru Rinpoche nur 18 Monate in Tibet war. Und das ist natürlich schwierig dann für Guru Rinpoche, alle Orte von Tibet zu besuchen. Natürlich, selbst mit Wunderkräften oder Klarsicht, Hellsicht oder reinen Visionen, da ist es natürlich alles möglich, aber nicht für gewöhnliche Leute, dass er wirklich überall in Tibet war. Ne, weil diese Wunderkräfte und so natürlich nicht so richtig in die gewöhnliche Sichtweise passen. Aber dennoch, egal wo wir in Tibet uns befinden, sagt man immer, ja, Guru Rinpoche war hier und hat dies und dies gesagt. Und genauso war das dann in Indien, wenn es da einen wichtigen Text gab, ne, dann sagt man gerne, oh ja, das wurde von dem
berühmten früheren Meister so und so verfasst, zum Beispiel Maitreya, oder zum Beispiel Vasubandhu. Und Yogacara waren ja hauptsächlich Praktizierende und die haben natürlich ihre Gottheiten und Gurus total wertgeschätzt und um dann ihre Hingabe auszudrücken, haben sie dann vielleicht einfach deren Namen benutzt. Und niemand hatte das verboten. Die hatten einfach so viel Vertrauen in und Hingabe in diese Gurus oder Gottheiten und haben das dann eben so gesagt. Und wie auch immer, wir haben einmal die traditionellen Geschichten oder Ereignisse, die wir durch Yi Jing in Bezug auf die Biografie von Vasubandhu kennen. Und da gibt es natürlich dann auch widersprüchliche Hypothesen diesbezüglich, wie das dort dargestellt wird. Und da gibt es dann viele Fragen, ja, wann das wirklich genau war. Und da sind viele Widersprüche und Ungereimtheiten. Und dann ist es vielleicht so, dass manche sagen, ja, ich folge Yi Jings Version, ich folge einem anderen Gelehrten oder einem anderen Übersetzer. Und dann ist es natürlich kategorisch schwer zu sagen, ja, die eine Person hat recht oder die andere Person hat recht. Und das passiert natürlich oft in Tibet. Und dann sagt man manchmal auch, ja, die einen sind nicht so gelehrt wie die anderen und so versucht man dann irgendwie parteilich zu sein und eine Version oder Sichtweise irgendwie zu propagieren. Und dann wird man kontinuierlich für ewig in Debatte sein, wenn man rausfinden will, wer da jetzt respektvoll oder disrespektvoll ist der anderen Sichtweise gegenüber. Und wenn wir so eben die indische oder Yogacara-Geschichte verstehen wollen, ist es eben so, dass es alles immer sehr im Unklaren bleibt, weil es da keine historischen Notizen oder Quellen gibt, die wirklich verlässlich sind. Da gibt es keine Gewissheit. Und das ist halt einfach, warum dann so viele Debatten entstehen, weil da keine historische Klarheit bestehen kann. Und die im alten Indien haben sich halt nicht darum gekümmert, was spätere Generationen dann rausfinden wollen. Wir haben da sich überhaupt keine Gedanken gemacht über die zukünftigen Leute. Man kann auch nicht mehr mit definitiver Gewissheit sagen, wann Buddha genau ins Parinirvana einging. Und da waren immer ganz verschiedene Könige auch involviert zu der Zeit von Buddha, aber auch deren Amtszeit sozusagen ist auch nicht so richtig aufgezeichnet oder dokumentiert worden. Und deswegen kann es das dann auch nicht richtig helfen. Und dann Ashoka hat hier und dort ein paar Sachen verfasst. Und das gibt uns so ein paar Gewissheiten. Aber wenn Ashoka nicht diese Informationen niedergeschrieben hat und er hat das so in die Säulen reingraviert, dann wäre das sehr schwierig, das alles herauszufinden. Das waren sozusagen Ashokas Gravuren waren eben sehr hilfreich, so als Anhaltspunkte, um ein bisschen chronologisch, historisch etwas zu verstehen. Aber ohne das hätten wir noch weniger Beweise, noch weniger Hinweise. Und in der modernen Wissenschaft ist es ja immer so, dass man Beweise braucht. Ohne Beweise ist es schwer, irgendwas zu behaupten. Das ist
Und ja, deswegen gibt es da keine wirklich definitive Gewissheit, was rauszufinden, sondern es gibt einfach viele ungewisse Dinge, die da so tradiert wurden, von einer Person zu der nächsten in der indischen oder tibetischen Geschichte. Vielleicht hat jemand das einfach jemand anderem was gesagt und der hat es geglaubt und so weiter. Und das können wir vielleicht auch in unserer eigenen Geschichte nachvollziehen. Man sagt einfach, ne, man sagt heute Person A etwas und Person A sagt dann morgen Person B etwas und das, was Person A morgen der anderen Person B sagt, ist schon wieder verändert zu dem, was wir heute Person A gesagt haben. Und selbst wenn wir einfach nur etwas heute hören, werden wir vielleicht morgen schon wieder anders darüber sprechen. Und natürlich, wenn noch mehrere Personen involviert sind, wird dann natürlich dann wie stille Post sozusagen am Schluss was ganz anderes rauskommen. Da gibt es dann einfach weder Beweise noch Gewissheit. Und natürlich gibt es dann tatsächliche historische Ereignisse und so weiter. Die haben sicher stattgefunden. Das wollen wir nicht verneinen, aber man kann nicht mit Gewissheit sagen, wann das genau war. Und jetzt haben wir 30 Minuten Pause. Und dann geht es weiter. Und 1958 gab es einen indischen Gelehrten, der hieß Jenny, und der sagte, dass Abhidhamma Kosha und die Lampe des Dharma, werde diese beiden Texte untersucht, die Abhidhamma Kosha und die Lampe des Abhidhamma. Die hat er beide untersucht.
Dodibe Chosons. Da Dodibe Sedusa Timinerwa. Timing Chosone. Tuming Truda Dodibe Chosone Gesedus. Ja, Chosin Tijin dauert. Wenn wir über Abhidhamma Kosha sprechen, als die Grundlage der Sutra-Schule. Und manchmal kann man das auch ein bisschen Richtung Mahayana verstehen. Und in Bezug auf die Lampe des Abhidhamma, da gibt es ein paar Widerlegungen des Abhidhamma Kosha. Und auch der Autor des Abhidhamma Kosha, das ist der Koshakara, das, okay, der Satz war nicht ganz zu Ende. Also viele Inhalte des Abhidhamma Kosha sind ähnlich zu anderen Texten wie Vaitulika Shastra oder Vaitulika Shastra Pravesa Dvaram. Und das sind Textnamen. Ja, das sind Namen von Texten. Und da gibt es einen anderen Begriff für diese Textnamen. Und der Text des Abhidhamma Kosha ist zum Beispiel sehr ähnlich zum Vaitulika Shastra. Na, da gibt es viele ähnliche Inhalte, das ist ein Punkt. Und weil es da so viele Ähnlichkeiten gibt, ist ein Grund, warum die Lampe des Abhidhamma dann Abhidhamma Kosha hinterfragt, ist, weil wohl Punkte aus dem Vaitulika Shastra übernommen wurden. Und der Text des Vaitulika Shastra benutzt eben viele Mahayana-Begriffe und hat auch ähnliche Positionen manchmal. Und die Zusammenfassung von all dem ist, dass die Belehrung über die zwei Wahrheiten dort drin enthalten, eben sehr ähnlich sind den drei Naturen, die drei Charakteristika, welches die Basis ja für Yogacara sind. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung, die dieser Gelehrte machte. Professor Frau Wallner sagte, dass der Autor von Abhidhamma Kosha eben der spätere Vasubandhu ist, der noch nicht in den Mahayana eingetreten ist, noch nicht die Mahayana-Sichtweise entwickelt hat. Das ist das, was Frau Wallner sagt. Aber was Jaini sagt als Widerlegung davon, ist, dass es innerhalb des Abhidhamma Kosha eben viele Passagen gibt, die Mahayana-Hinweise haben oder aufzeigen. Und auch über die drei Naturen wird da gesprochen. Und deswegen ist es wirklich stimmig zu sagen, dass der Autor von Abhidhamma Kosha keine Mahayana-Tendenz hätte. Und zum anderen gibt es auch einige Beweise dafür, dass der Autor des Abhidhamma Kosha auch Mahayana-Tendenzen hat. Denn Professor Vorwallner hat ja diesen Text benutzt, um einen früheren und späteren Vasubandhu zu postulieren. Und das hatte er gemacht, indem er versucht hat zu sagen, dass Abhidhamma Kosha keine Mahayana-Tendenzen hätte. Und dass daher der Autor, der über Yogacara spricht, in Klammern der frühere, dass der natürlich nicht der gleiche Vasubandhu sein kann wie der spätere Vasubandhu. Und Jaini hat eben das widerlegt, indem er gesagt hat, da gibt es zwei japanische Gelehrten.
Und die haben dann ihre weitere Untersuchung und Forschung unternommen. Und die haben das weiter fortgeführt und haben auch die Position des indischen Gelehrten Jaini dann unterstützt. Und wenn man den Text von Jaini selbst wenn man Abhidharma Kosha direkt untersucht, wirklich den Text anschaut, dann, wenn man auf den Abhidharma Kosha Text schaut, ist es nicht wirklich möglich zu sagen, dass da ein vorheriger Vasubandhu und ein späterer Vasubandhu geben muss. Das kann man nicht ableiten, allein wenn man auf den Abhidharma Kosha Text schaut. Der zweite Gelehrte, der war dann Lambert Schmidhausen, ein deutscher Akademiker, der 1967 gab er zwei logische Kriterien, um den Text wirklich gut zu beurteilen. Da sagte, wenn wir so über Vasubandhu sprechen, wie kann man dann entscheiden, wer Vasubandhu war und was er gelehrt hat? Und wenn wir so untersuchen, wer oder was Vasubandhu war, gibt es da zwei Hauptmethoden oder zwei Kriterien, die wir benutzen können. Und diese beiden Kriterien hat er benutzt, um herauszufinden, ob das Vasubandhu war oder nicht. Und der erste Punkt ist die Sutra-Schule eines einschichtigen Erkenntnisstroms. Das ist so ein typischer Schmidhausener Begriff, den er selbst geprägt hat. Einschichtiger Erkenntnisstrom. Ja, das ist halt so ein deutscher Begriff. Und das andere Kriterium ist der Erkenntnisstromkomplex der Yogacharins. Das ist der andere Begriff. Genau, der Erkenntnisstromkomplex des Yogacharins. Das ist ein schwieriger Begriff im Deutschen schon. Aber halt so ein komplexer Erkenntnisstrom. Da gibt es diese zwei Methoden sozusagen, einschichtig oder komplex quasi. Und diese zwei Kriterien benutzte Schmidhausen. Und das erste Kriterium des einschichtigen Erkenntnisstroms ist, wo eben Citta, Mana und Vijnana alle das Gleiche sind. Aber wenn wir über den Erkenntnisstromkomplex der Yogacharins sprechen, dann ist Citta mehr das Grundbasisbewusstsein und Mana das verblendete Bewusstsein. Und Vijnana sind dann die anderen sechs Bewusstseine. So würde dieser Erkenntnisstromkomplex der Yogacharins erklärt werden gemäß Lambert Schmidhausen. Wenn wir so diese verschiedenen Kriterien und Methoden nutzen und diese Kriterien untersuchen, gibt es eben dann die verschiedenen Werke, die dann entstanden sind, wie zum Beispiel Beweis des Karma, 20 Verse oder 30 Verse. Und wenn man dann das weiter untersucht, ist es so, dass sowohl Abhidharma Kosha, Beweis des Karma, 20 Verse, 30 Verse, dass die alle, dass all die Texte wirklich sehr in der Harmonie mit der Sutra-Schule sind, des einschichtigen Erkenntnisstroms. Das bedeutet und impliziert, dass die alle
wohl von demselben Autor verfasst sind. Das war seine Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung. Und seine Untersuchung war natürlich sehr detailliert und da haben wir jetzt nicht die Zeit, dem anderen durchzugehen. Und, aber um das einfach auszudrücken, dieser einschichtige Erkenntnisstrom, wie können wir den verstehen? Und wo kommt er? Wo hat er das herbekommen? Und wie hat er das benutzt als Beweis, dass alle Texte von den gleichen Autoren verfasst werden müssen? Wenn wir die Reihenfolge dieser Texte anschauen, zum Beispiel Beweis des Karma, Beweis von Karma spricht er über das Alaya-Bewusstsein. Und das ist wahrscheinlich der erste Text. Und das nächste sind dann wohl die 20 Verse, wo wir über Citta sprechen. Und dann ist Mana vielleicht, Intellekt hier. Und dann, das verblendete Bewusstsein. Und dann Vijnana sind die 6 anderen Bewusstseine. Und das sind alles so ein Jargon von der Nur-Geist-Sichtweise. Da sprechen wir zum Beispiel Vijapti Matrata, das ist Nur-Geistheit. Und in den 30 Versen, wenn wir da reinschauen, nutzt Vasubandhu das Wort Chitta, hauptsächlich für das Allbasisbewusstsein. Manas, dann hier für den verblendeten Geist, vorher war es dann tatsächlich der Intellekt und dann Vijnana für dann für die 6 Bewusstseine, wie auch schon in den 20 Versen. Und das zeigt eben auf, dass das so die Grundlage ist für die Nur-Gewahrseinsschule. Und wenn wir so die Texte anschauen, da spricht man also über das Allbasisbewusstsein. Und dann spricht man auch darum, dass Citta und Mana, also Geist, eins ist. Und dass Mana dann entweder intellektuell ist oder später dann eben verblendetes Bewusstsein ist, das zeigt auf, dass da eine bestimmte Sequenz vorhanden ist innerhalb dieser Texte. Und wenn wir sowas Ubandus Texte anschauen, dann können wir erkennen, dass diese Entwicklung, die sich da in seinen Gedanken, in der Denkweise abspielte, dass das aufzeigte eben, wie die Sichtweise von Yogacara mehr und mehr geklärt wurde. Und wenn er als Schmidthausen dann diese verschiedenen Texte, diese verschiedenen Werke verglichen hat und seine beiden Kriterien da anwandte, kam Schmidthausen zu dem Ergebnis, dass Abhidhamma Kosha, Beweis des Karma, 20 Verse und 30 Verse wirklich von der gleichen Person verfasst sind. Und der Autor ist derselbe, nämlich der gleiche eben wie von Abhidhamma Kosha. Das ist sozusagen die Zusammenfassung von Schmidthausens Sichtweise. Was aber hier, was wir hierbei verstehen müssen, ist, dass Schmidthausen, als er seine Untersuchung machte, war sein ursprüngliches Ziel, wollte er Frau Wallners Idee von zwei Vasubandhus unterstützen, aber als er dann selbst seine Forschung machte, kam er dann selbst zu einem ganz anderen Schluss, nämlich, dass es nicht zwei Vasubandhus gab, der diese
die diese Texte verfasst haben, sondern dass es da einen gibt. Das ist alles eine Person. Also seine Absicht war, diese zwei Vasubandhus zu beweisen, aber er hat tatsächlich durch seine Forschung diesen einen Vasubandhu bewiesen. Und seine Untersuchung war halt sehr interessant. Und Schmidhausen hat also dann eine neue Logik hervorgebracht und da eine neue Gelehrsamkeit sozusagen hervorgebracht. Das war eine neue Methode. Anstatt sich auf traditionelle Ereignisse zu stützen, hat er sich auf den tatsächlichen Text gestützt und hat so eine neue Methodik der Untersuchung oder Forschung ins Leben gerufen. Das war dann eine neue Stufe der Untersuchung. Und zusätzlich gibt es viele, die eben die Yogacara-Schule untersuchen. Und das ist eigentlich eine Methode, um die Textstruktur und Inhalte von verschiedenen Werken zu untersuchen. Und dann stellt sich die Frage, wenn wir über Schmidhausens Forschungsergebnisse sprechen, basierend auf diesen Texten Abhidhamma Kosha, Beweis des Karma, 20 Verse, 30 Verse, wenn wir da seine Forschungsergebnisse diesbezüglich anschauen, und da hat er dann darüber gesprochen, genau nachzugucken, was es da für Ähnlichkeiten gibt, was die Grundlage ist und wie sich die Sichtweise oder Denkweise entwickelt hat. Und auch die Frage, gab es da eine Sutra-Schule und wenn ja, welche? Und wie sah die aus? Was war das für eine Schule? Und die Antwort, die sehr gut war, war von einem guten japanischen Gelehrten, der hieß Kata Junyo. Kato Junjo. In 1989 in einer Veröffentlichung wo er dann die Abhidhamma Kosha untersuchte und auch den Jnana Sarini, gibt es nicht auf Tibetisch, diesen Text untersuchte, kam er zu dem Ergebnis, nachdem er viel Forschung betrieben hatte, kam man letztendlich zu dem Schluss, dass die Sutra-Schule oder Sautrantika-Schule das erste Mal wirklich im Abhidhamma Kosha auftrat. Es hat da wirklich seinen Anfang genommen. Und normalerweise Also der Name Sutra-Schule kommt aus dem Abhidhamma Kosha, Sautantrika Sutra-Schule. Und bevor dem gab es einen Meister, Sri Lapanda. Und der hatte folgende Position, das ist schon viel länger her. Dieser Sri Lapanda Meister hatte die Sichtweise, dass die Sutra-Schule oder Sautantrika
Und der sagte dann, der hatte schon damit angefangen, das zu sagen, dass der Begriff Sutra-Schule oder Svatantrika aus dem Abhidharma Kosha kommt, aber dass es davor nicht wirklich diesen Begriff Sutra-Schule gab. Und das zeigt auf, dass der Autor des Abhidharma Koshas, das war Subandhu, als Autor von Abhidharma Kosha, weil dass er nicht nur im Vaibhashika so gelehrt war, sondern auch im Yogacara. Und dass es auch viele Sutra-Schulen in dem Abhidharma eben gibt und dass sich so eben die drei Schulen da eigentlich fast aus darauf basieren können. Und später gab es dann zwei Gelehrte. Und da gab es den einen japanischen Gelehrten. Und der hieß Sakuma Hidenori, der hat 1997 etwas veröffentlicht, oder auch Sakuma Hidefan, der hat 1997 veröffentlicht und hat gesagt, dass die Sichtweisen, die wir im Abhidharma Kosha finden, dass wir die auch nicht nur in der Sutra-Schule finden, sondern eben auch in der Text Yogacara Bhumi. So können wir diese Sichtweise in dem Yogacara Bhumi finden. Innerhalb des Abhidharma gab es eben viele Sutra-Schulen, die verschiedene Punkte gelehrt haben, also innerhalb des Abhidharma Kosha. Und er nahm dann insbesondere die Sutra-Schule-Sichtweise, um mit der Sarvastivadin-Schule zu sprechen. Zum Beispiel, wenn jemand Englisch spricht, dann kann man nicht auf Tibetisch mit dieser Person sprechen. Genauso, wenn du mit den Sarvastivadin sprechen willst und das mit der Yogacara-Sprache quasi, dann wird das nicht wirklich eine gute Kommunikation werden. Und da muss es sozusagen eine gemeinsame Wahrnehmung geben, dass die Leute sich unterhalten können, dass es akzeptabel ist. Und aus diesem Grund hat Vasubandhu, wenn er zu den Sarvastivadins gesprochen hat, hat er die Sutra-Schulen-Sichtweise benutzt. Und es gibt auch die Sutra-Schulen-Inhalte auch in den 20 Versen. Und da gibt es dann äußere und innere Schulen, die nur Geistschule widerlegen. Und so hat Vasubandhu dann die Sutra-Schule sogar benutzt, um die nur Geistschule zu widerlegen. Und diese Sutra-Schule finden wir eben im Abhidharma Kosha und auch in den 20 Versen. Und es gibt andere Möglichkeiten, dann die Yogacara-Sichtweise anderen Leuten beizubringen. Und das hat er auch benutzt, um dann mit anderen zu debattieren, die das widerlegen wollten. Und wenn wir ja auf diese Techniken oder Herangehensweisen schauen, dann ist es so, wenn wir die Sutra-Schule
anschauen, dass sie eine gemeinsame Sprache hatten, wie sie mit anderen aus anderen Schulen sprachen. Aber wie gesagt, die Yogacara-Sichtweise entstand ja aufgrund von Praktizierenden. Und das Ziel oder Sinn und Zweck dieser Schule ist anders als bei anderen Schulen. Und deswegen, wenn man dann debattiert mit anderen Schulen, muss man entweder eine gleiche Wahrnehmung haben oder man muss in der gleichen Arena sein, sozusagen, um miteinander zu sprechen. Aber wenn man nur einfach aus seiner eigenen Sichtweise heraus spricht, mit den eigenen Vorstellungen, werden die anderen das nicht wirklich verstehen. Und daher, die Diskussion nur wirklich stattfindet, wenn man ja wirklich versteht und wenn man die gleichen Vokabeln benutzt. Und da gibt es dann eben die Sutra-Schule dafür, das als Beispiel dafür. Wenn wir zum Beispiel den Text anschauen vom 8. Karmapa, wo es darum geht, verschiedene Sichtweisen zu haben. Was sagt der 8. Karmapa? Es gibt immer zwei Möglichkeiten, eine Antwort zu geben. Und da kann man sozusagen also zwei Arten von Antworten geben, entweder in Einklang mit dem Gegner sozusagen oder im Einklang mit der eigenen Sichtweise. Und wie Mikyo Dorje, der 8. Karmapa, das erklärt dann in dem Textfahrzeug der Siddhis oder Großfahrzeug der Siddhis, da meinte er, wenn man mit anderen Schulen debattiert, dann wenn wir eine Position annehmen, so wie es der Karmapa selbst postuliert und die Gegner sozusagen dann Sakya, Gelo, Nyingmas sind, dann, wenn die Gegner eben von einer anderen Schule sind, werden die das nicht wirklich verstehen, werden nicht die Begriffe und so weiter verstehen, die man selbst benutzt. Daher muss man so eine allgemeine Art und Weise einschlagen, um die Dinge zu erklären, sonst wird es beim Gegenüber nicht ankommen. Wenn man einfach so spricht wie im Osten, dann werden die Leute das im Westen nicht verstehen, so als Beispiel. Wenn man sagt, ja, gibt es da im Westen ein Kloster, dann kann der im Osten das gar nicht so sagen, sondern ist dann verdutzt. Das heißt, und wenn man aber einfach nur seine eigene Sprache benutzt, seine eigene Sichtweise nur vertritt, dann kann die andere Person immer sagen, nicht etabliert, das ist nur deine eigene Annahme. Und da gibt es dann keine wirkliche Kommunikation, sondern man muss sich sozusagen auf das Gegenüber einstellen. Man muss sozusagen einen gemeinsamen Nenner finden, eine gemeinsame Sprache. Und das ist ein ähnliches Verständnis, was dann hier entwickelt werden muss. Wie die Sutra-Schule sich entwickelt hat, als die nur Geistschule, nämlich also mit den Sarvastivadins sprach, dann war da keine Kommunikation möglich, weil einfach die Sprache und Sichtweise so konträr zueinander war. Und deswegen, damit man eine gemeinsame Sprache entwickelt, einen gemeinsamen Nenner entwickelt, hat dann die Yogacara-Schule sozusagen aus oder mit der Sprache der Sutra-Schule gesprochen, damit es leichter zu verstehen ist, damit es eine bessere Kommunikation ist. Da?
jamengi keba shimin thaisen sa degi nzue da le chuba da nishuba da sunjuba shibu di inyengi zeba re duus cheche. Früher hatten wir über Schmidthausen gesprochen, der eben zu dem Schlussfolgerung kam, dass Basu Bandhu der Autor war von all diesen Texten. Amidama Kosha, Beweis des Karma, 20 Verse, 30 Verse. Und dann im 1980 oder in den 80ern gab es den japanischen Gelehrten Matsuda Katsunobu. Und was der sagte, war, der hat dann zusätzlich zu dem, was Schmidthausen schon herausgefunden hat, er hat dann noch zwei weitere Werke geschrieben zu Basu Bandhu. Und das war einmal die Logik der Erklärungen, das ist Vyakya Yuyuki, und dann den Kommentar zu der Erklärung der des wechselseitig abhängigen Entstehens, Patitya Samutapada Vyakya. Und er sagte, das ist auch von dem Autor des Amitabha Kosha verfasst worden, in Klammern Basu Bandhu. Und so sagte er, basierend auf Schmidthausens Resultaten, hat er so die Reihenfolge der Texte eben so wie folgt aufgezählt, dass zuerst Logik der Erklärung kam, dann Beweis des Karma, dann Kommentar zur Erklärung der wechselseitigen Erkenntnis Stehens, dann 20 Verse, dann 30 Verse. Und er, der Matsuda Katsunobu, sagte, dass der Autor eben der vom Abhidhamma Kosha war. Und das ist auch sehr weit akzeptiert in den akademischen Kreisen. Und zusätzlich gab es einen japanischen Gelehrten, das ist Matsuda Katsunobu. Und zusätzlich war da noch Hakamaya Noriaki. Und diese beiden, wenn sie so den Abhidhamma Kosha untersuchten, gab es ja in diesem Abhidhamma Kosha den Begriff Purvacharya. Und den Begriff finden wir 11 Mal im Abhidhamma Kosha und bezieht sich auf die Meister der Vergangenheit. Und das bezieht sich eigentlich zu den Meistern der Yogacara-Schule. Und insbesondere gab es dann noch den japanischen Gelehrten Hakamaya Noriaki. Und der sagte 2001 in einer Zusammenfassung, dass dieses Wort Purvacharya, was sich auf die Meister der Vergangenheit bezieht, dass es ein ehrenvoller Name ist im Yogacara. So wie wir sagen, die Kachi-Vorväter, das ist so unser Begriff in der Kachi-Tradition. Und so ist es halt in der Yogacara-Tradition der Begriff Purvacharya. Wo dann große Verehrung ausgedrückt wurde für die Meister der Vergangenheit. Und da gibt es einen Kommentar zum Abhidhamma Kosha bei Yashomitra. Und er erklärt, dass Purvacharya, der frühere Meister, sich hier auf Asanga bezieht. Und da könnten wir also verstehen, dass innerhalb der früheren Meister, auf die sich hier bezogen wird, auch Asanga eben als Yogacara-Meister in hohen Ehren gehalten wird. Aber um herauszufinden, ob dieser Asanga dann tatsächlich der Bruder von Basu Bandhu war, das ist wieder eine andere Frage und die ist schwierig zu beantworten. Wie auch immer, wir wissen, dass es da einen Meister gab, der hieß Asanga, der so wichtig in der Yogacara-Tradition war. Das können wir mit Sicherheit behaupten. Asanga. So, wenn wir
Wenn wir über Asanga und Vasubandhu sprechen, dann ist das normalerweise, wenn wir die als Brüder verstehen. Einer ist ein Bruder des anderen. Und, aber ob er dann eine Blutsverwandtschaft ist, das ist schwer zu verstehen. Aber als ein anderes Beispiel könnten wir auch sagen, wir sprechen ja auch über die Brüder manchmal, ohne dass sie Blutsverwandt sein müssen. Können manchmal auch einfach Schüler und Lehrer sein. Oder sehr welche, die sehr nah geistig zueinander sind. Und auf diese Art und Weise ist es manchmal viel weniger kompliziert. Zum Beispiel sprechen wir über die drei Kadampa-Brüder, wie Potava und die anderen beiden. Ich dachte damals, sagte der Kammer, als ich jung war, dass die wirklich aus einer Familie sind. Aber die sind nicht blutsverwandt. Die haben nicht aus gleichem Fleisch und Blut, sondern die haben eben eine starke freundschaftliche Verbindung und sind daher wie Brüder oder noch stärker als Brüder zusammengewachsen quasi. Und hatten eben da so viel Liebe und Zuneigung zueinander. Deswegen wurden sie Brüder genannt. Und so ist es hier auch ähnlich. Und so ist es auch mit Asanga und Vasubandhu, dass, wenn wir sagen, dass sie Brüder sind, dann sind das welche, die eben eine ganz enge Verbindung zueinander haben, vielleicht nur. Und später wurde vielleicht, weil die also eine enge Verbindung haben, Vasubandhu, Asanga, wurden die später vielleicht Brüder genannt, durch die Schüler. Und bevor wir abschließen, möchte ich euch allen noch sagen, dass es wirklich viele Werke gibt, die Vasubandhu verfasst hat. Welche sind dann in Bezug auf Yogacara? Da gibt es 20 Verse, 30 Verse, Beweise von Karma, die 5 Aggregate, die 100 Tore zum Dharma, das Werk über die Buddha-Familien und dann verschiedene Kommentare über Mahayana Sutra Alamkara, über Madhyanta Vibhanga und über Mahayana Samgraha. Das habe ich vielleicht nicht deutlich gesagt vorher, wenn wir über Mahayana Samgraha sprechen. Wir hatten ja vorher über das Mahayana Samgraha gesprochen, da gibt es die Verse. Da gibt es ja 4 Übersetzungen. 3 in Chinesisch und 1 in Tibetisch. Das hätte ich so besser sagen sollen vorhin. Also da gibt es dann 4 Übersetzungen insgesamt vom Ursprungs Mahayana Samgraha. Und innerhalb dieser gibt es da die 20 Verse und die 30 Verse. Und die 30 Verse kennt ihr alle, die sind jetzt Teil der Belehrung hier. Und da gibt es auch den Text eben, doch die 5 Aggregate und die 100 Tore zu Dharma, die gibt es beide auf Tibetisch. Und die sind auch sehr wichtig in China, um die nur Geist-Sichtweise zu entwickeln. Und der erste Schritt ist eigentlich diese 100 Tore zum Dharma. So sagt es auch Xuanzang. Wie die 8 Verse, die 8 Bewusstseine erklären. Das sind so gute Grundlagentexte. Entweder Vasubandhus 100 Tore zum Dharma oder Xuanzangs 8 Verse über die 8 Bewusstseinsarten. Und dieser Text von Xuanzang wurde auch übersetzt ins Tibetische, aber ich bin mit dieser Übersetzung nicht so froh. Aber wenn das mal richtig gut übersetzt ist, werde ich das mit euch teilen. Und diese 100 Tore zum Dharma, das finden wir natürlich auch im Tenjo. Und das ist sogar aus dem Chinesischen übersetzt. Der 6. Text hier, oder der nächste Text, das Werk über die Buddha-Familien, das ist ein sehr interessanter Text.
der sich auf die drei, auf drei Kapitel, also nicht auf das ganze Werk, aber auf drei Kapitel vom Uttaratantra-Shastra stützt. Auch da diskutiert man, ist dieses, dieses Werk über die Buddha-Familie, ist das wirklich von Vasubandhu verfasst worden oder nicht? Wenn wir später nochmal über Uttaratantra-Shastra sprechen werden, dann ist das wirklich ein Text, den wir wirklich gut anschauen müssen und darüber gut uns Gedanken machen müssen. Und dann, und jetzt habe ich heute viel über Abhidhamma Kosha gesprochen. Und das ist da eben, da habe ich auch darüber gesprochen, wie Abhidhamma Kosha und Yogacara zusammenhängen. Und in der, im alten Japan, wenn es da um nur Geistschule geht, dann wird Abhidhamma Kosha für 8 Jahre erstmal studiert. Und nur dann, nachdem man 8 Jahre Abhidhamma Kosha studiert hat, dann wird nur noch für 2 oder 3 Jahre dann nur Geistschule studiert. Und wird dann Abhidhamma Kosha als etwas sehr, sehr Wichtiges verstanden. Die Meister der Vergangenheit haben sicher gewusst, dass da eine starke Verbindung ist zwischen diesen. Und daher ist es als erstes wichtig, Abhidhamma Kosha zu studieren, um die Grundlagenfahrzeug zu verstehen, dann in Mahayana einzutreten und die Werke, zum Beispiel Maitreya Aisangha, zu studieren. Und das ist ein bisschen. Und das hat genau diesen Werdegang hat Vasubandhu eben unternommen und hat dann aber das sozusagen zusammengebracht in deine eigenen Gedankenrichtung und deine eigene Intelligenz. Dass er zuerst grundlegend Fahrzeug dann, und dann Mahayana, insbesondere Maitreya und Aisangha studiert hat, das zusammengefasste und dann verschiedene Ideen so zusammengebracht hat. Und das war dann ein sehr großer Beitrag, denn Vasubandhu war so sehr studiert, hat die Texte so einfach mit Leichtigkeit studiert, weil er so eine große Intelligenz hatte, hat er auch so eine große Fähigkeit, die Dinge so zusammenzufassen und zu organisieren. Und so war er wirklich sehr, sehr gestört und hat eine große Fähigkeit, das zu tun. Und so gab es eben die verschiedenen Schulen und Meinungen und hat dann wirklich da ja, viel, einen großen Beitrag geleistet. Und innerhalb dieser hat er wirklich dann diese 20 und die 30 Verse verfasst, die wirklich sehr, sehr wichtige Texte darstellen für die Nur-Geist-Schule. Allgemein kann man sagen, auf die Art und Weise, wie es durch die chinesischen Meister erklärt werden wird, sind die 20 Verse dazu da, die Realisten zu widerlegen. Das sind wirklich ganz starke Beweisführungen dort. Und 30 Verse sind mehr, um die eigene Sichtweise von Yogacara positiv zu postulieren. Und also in den 20 Versen widerlegt er die Realisten, die nicht davon ausgehen, dass alle Phänomene Geist sind. Und dann gibt es auch einmal die 20 Verse als Wurzelverse, aber dann gibt es noch einen Kommentar bei Vasubandhu. Und der letzte Text, den Vasubandhu verfasst ist, waren die 30 Verse. Und zusätzlich zu der vorherigen Präsentation von Nur Geist hat er seine eigenen Gedanken eben noch dazugefügt. Obwohl der Text nur 30 Verse lang ist, hat er da wirklich die gesamte Nur-Geist-Sichtweise gut zusammengefasst in diesem Text. Und das ist eines der, das ist wirklich eines der späteren und so wichtigen Werke von Vasubandhu. Aber wie gesagt, es ist ein späteres Werk von Vasubandhu. Und nachdem er, kurz nachdem er das verfasst hatte, ist er dann verstorben. Und deswegen hat er dann darüber keinen eigenen Kommentar verfasst. Aber später haben dann viele Yogacara-Meister haben dann
haben dann Yogacharya-Erklärungen gegeben und da gab es dann 10 Autoren, die da Kommentare zu verfasst haben. Und da gab es eben so viele Meister, nämlich 10, die dann ihre Kommentare verfasst haben, haben wir eben dann ja die Kommentare der 10, die Kommentare der 10. Aber wie auch immer, der Text 30 Verse ist dann wirklich ein schöner Text, um Yogacharya-Sichtweise affirmativ zu postulieren. Und später in China gab es dann einen modernen Meister, Hunshang, und der sagte, dass Vasubandhu eben wirklich die Existenz äußerer Objekte verneinte und wirklich sagte, dass alles bloß Geist ist. Und so, deswegen wird es eben nur Geist genannt. Und das war aber auch dann nicht so weit entfernt von der Madhyamika-Sichtweise, die sehr verbreitet war. Und die nur Geistschule war, wurde dann zu einer Sichtweise, die dann in der Lage war, standzustehen, auch in Anbetracht Madhyamika. Auf jeden Fall, und so haben wir in Mahayana eben diese beiden Schulen, Madhyamika und Yogacara. Und die Hauptursache, dass es ja so eine vollständige Präsentation gibt, ist eben dank Vasubandhu und insbesondere seinen Sichtweisen, dass es da keine äußeren Objekte gibt. Sondern er hat eben nur Bewusstsein, nur Gewahrsein postuliert. Das ist alles, was ich für heute zu sagen habe. Dann machen wir jetzt die Widmungsgebete. Oh.